Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des 19 auf dem PC hier auf der Kernstadt. Ja, zum Ende eines schönen Herbsttages, ne? Sieht man gar nicht hier das. Hier sieht man schön das Herbstlaub, ne? Ja, wir sind bei 18:44 angekommen. Wir starten hier eine neue Aufnahme. Ist noch der ein oder andere Helfer unterwegs? Auf jeden Fall Zuckerrüben und Kartoffeln, ne? Weil mehr geht ja leider noch nicht. Und er ist hier unterwegs und holt sich bei der 36, braucht er ein neues Pflanzenschutzmittel, er ist leer. Da müssen wir dann gucken, dass wir ihn an der richtigen Stelle wieder ansetzen können. Jetzt weiß ich natürlich nicht, warum er jetzt hier eine Runde über den Baumarkt fährt. Aber wahrscheinlich stand man zu nah an der Kreuzung, wo er abbiegen wollte. Aber er wird einen Weg finden. Hier gibt es Kartoffeln, die werden natürlich ins Hofsilo gekippt, gehe ich mal davon aus, oder? Genau, das funktioniert. Der fährt dann zurück zum Feld. Hier ist dann der nächste mit Kartoffeln. Die Kartoffeln werden ja bei Pfanni angeliefert. Wie gesagt, müssen wir dann gucken, ob wir dann Kartoffeln natürlich noch in die Brennerei. Und Kartoffeln noch in die Konserve. Oder ob wir das dann mit einem LKW machen. Das werden wir sehen. So, naheliegendster Wegpunkt kann ja hier weiter auf Feld 14 kalken. Das geht auch gut. Der nächste Kalksteuer, der ist ja hier auf Feld 9 unterwegs. Er hat natürlich ein bisschen mehr vor sich, ne? Halt. Am naheliegendsten Wegpunkt wollten wir weitermachen. Oh, wird das jetzt was? Ist das zu schräg? Ne, kriegt alles zu, okay. So, hier geht es leider nicht weiter. Wir können noch mal messen, aber ich denke mal, mit Trocknen passiert jetzt hier nicht mehr viel. Ja, wir sind bei 27%. Ich glaube, wir hatten das letzte Mal mit 29% gemessen, wenn ich mich recht entsinne. Das ist ja natürlich ganz gefährliche Sache wegen der Fruchtzerstörung, ne? Na, dann müssen wir ihn hier nochmal eine Runde wegschicken, dass er nochmal woanders lang fährt. Dass er einen neuen Anlauf nimmt, sozusagen. Bei den Feldern drängelt uns eigentlich nichts. Hier laden wir mal das Holz rein. Weil dann drängelt uns nichts, da können wir die Nacht problemlos überspringen, das ist kein Problem. Das Einzige, was wir vor der Nacht noch machen müssen, wir haben irgendwo noch entsprechend wir haben noch Brot auf unserem Trailer stehen, ne? Wir hatten doch bloß die Brötchen verkauft, Tante Emma Laden, möchte ich meinen. So, er muss natürlich ja ebenfalls eingestellt werden. So, hier stellen wir mal, nehmen wir mal einen Helfer kurz nochmal raus, fahren mal ein Stück zurück. Denn da sollte eigentlich einer herkommen zum Abbunkern. Denn Feld 22 ist erstmal so richtig, ne? Und dann müssen wir nämlich hier noch Vorgewände weitermachen. Da können wir nochmal schnell die anderen Fahrzeuge durchgucken. Ich meine, schnell ist immer so eine Sache, ne? Ja, und dann wird wahrscheinlich heute Abend auch wieder Rüben geerntet. Ne? Aber auf der Marsch. So, er spritzt natürlich hier am naheliegendsten Wegpunkt weiter. Damit sein Wein hier auch entsprechend gespritzt wird. Klar stehen die Weinreben noch nicht. Das hätte auch einer mit einer breiteren Arbeitsbreite machen können. Aber ja, ist nun mal so. Oh, hier weiß ich natürlich nicht, wie oft er jetzt schon gefahren ist. Er wird schon ein paar Touren hinter sich haben. Wir stellen mal einfach mal ein. Wenn, dann steht er ja am Hof, am der Rinderzucht und kommt dort nicht weiter. Hier müssen wir erstmal das ganze Brot aufladen. Und mit dem Brot muss man zum Güterbahnhof, ne? War das nicht so? Hat man dort nicht steigenden Preis fürs Brot? Ist fertig gestiegen der Preis. Also müssen wir trotzdem zum Güterbahnhof.
Dann müssen wir erstmal hier zurück. Nicht, dass unser... Ja gut, er kann nicht viel... Er muss eh Vorgewände machen. So viel Blödsinn kann er nicht machen. Der Rübenernder. So, er wartet hier auf bessere Zeiten. Und dann müssten wir eigentlich schon alle hier durch haben. Dann können wir nämlich mal flink hier zum Rübenernder springen. Ja, habe ich geahnt. Ne? Der ist schon weitergefahren. Aber der wendet hier. Hier ist ja kein Baum. Das müsste jetzt das zweite Vorgewende gewesen sein. Wir brauchen mindestens 4 oder 5 brauchen wir schon. Und wir könnten es mit der Variante machen, dass wir es auf Cosplay generieren mit engem Feld. Dann täten uns vielleicht auch hier 3 Vorgewände reichen. Aber wir machen das so mit, wie wir es gemacht haben, 4 Vorgewände Standardhelfer. Fahren wir ein bisschen selber. Das ist natürlich immer die Gefahr, wenn ich hier selber fahre, dass es nicht gerade wird, ne? Ja, wettertechnisch denke ich mal, sieht es nach wie vor so aus, dass morgen trocken bleibt. Ab 9 Uhr haben wir richtig Plus mit Trockenpotenzial. Also von daher würde ich nämlich meinen, dass wir auch dann so zeitig wie möglich. Ja, ich wollte ja eigentlich nur um Baum rumwenden und nicht rangieren. Dass wir so zeitig wie möglich dann entsprechend auch hier schlafen gehen. Ich denke mal, da sie jetzt hier schon mit Licht fahren, das müsste so fast ab 20 Uhr möglich sein. So, das ist ja ein Kalkstreuer, der dort fertig ist. Ich denke mal, Feld 33, wo wir pflügen. Ach, jetzt haben wir gepflügt. Ach, 23. Müssen wir auf alle Fälle vorher auch noch kalken vorm Pflügen. 36 müssen wir hier dann irgendwo auch unseren die Spritze einstellen. Die wird dort angekommen sein mittlerweile. Das ist aber auch was, was jetzt nicht unbedingt eilt. Ich weiß nicht, ob wir es überhaupt im Dunkeln dann hier so hinkriegen oder hier in Halbdunkeln, von mir aus auch. So, 71% haben wir drin. Er kommt uns natürlich hier schon hinterher geeiert, ne? Ich habe meinen Helfer reingetan. Vielleicht kommt er auch und bunkert uns schon ab. Nicht, müssen wir manuell hier eingreifen. Wir können, dort oben stehen ja Bäume an der Straße lang, also da wäre es schlecht, wenn wir dort abgebunkert werden sollten, weil das ist jetzt hier unsere 5. Vorgewändereihe. Dann fahren wir lange Bahn, dann machen wir oben noch Vorgewände 5 und dann kann er hier problemlos hoch und runter fahren. Das sieht aber ganz gut aus. Wie man unten auf der Minimap sieht, ne, jetzt hält er an, ne? Aber ich denke mal, er hier hält auch gleich an. Wenn nicht, muss ich ihn anhalten. 49.050, ne? Dann ist unser Bunker voll hier. So, ich hoffe mal, wir schaffen das, wenn wir jetzt hier hinspringen und Abfahrer entlassen. Kurs raus. Jetzt weiß ich nicht, wo stehen wir denn jetzt überhaupt? Auf der 14. Ich glaube, da musste die 13 nicht auch noch gekalkt werden. Ne, 13 ist gekalkt. Hier war unser Grasfeld war nicht optimal, ne? Jetzt sagen sie 12. So, wir müssen erstmal zurück hier. Hier ist, hier wird übergeladen. Würde ich Ihnen nämlich gleich nochmal den Kurs von der 12 geben, dann kann er das auch noch kalken.
Muss ich ehrlich sagen, so ein bisschen habe ich wahrscheinlich auch einen Überblick verloren, wo wir noch nicht gekalkt haben. Das hätte ich anders machen müssen. Oder anders angehen müssen, sagen wir mal so rum. Auf jeden Fall, die Felder werden erst gekalkt und dann gepflügt. Ne? Das schaffen wir auch locker noch. Na gut, könnte Frost kommen, das haben wir ja schon gesehen. Ne? Ja gut. Ja, das schaffen wir trotzdem. Denn wenn unsere Getreidefelder erntereif sind, da muss ich dann gucken. Also zur Not müssten wir dort, das ist ja nur noch der Mais auf der 5. Ne? Und dann die 7 und die ist auch noch nicht erntereif. Und die 28 und die 40, die vier Felder sind es ja bloß noch. Wir werden aber erst am 5. Tag, ne, sozusagen am Samstag, da wo Schneeflocken sind, dort würden die Felder erntereif. Ich weiß nicht, ob wir die generell überhaupt noch ernten können. Oder ob uns das möglicherweise auch kaputt geht. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn es jetzt erntereif wird und Frost kriegt. Keine Ahnung. Aber wenn, dann ist es so. Kann ich es nicht ändern. Denn unser Ziel werden wir erreichen, dass wir Kernstadt besitzen. Die zwei Felder, die werden wir noch kaufen können. Ob wir jemals dort noch was anpflanzen, glaube ich fast nicht. Ne? Weil wir das einfach von der Zeit her nicht mehr schaffen, bis wir hier ja ein anderes Spiel haben. Ne? Vielleicht auch wieder dieselbe Map. Man weiß es nicht. So, hier können wir ihn erstmal runterschicken. Mal gucken, ob ich das in der Zeit schaffe hier. Er könnte ja zur Not unten wenden, da würde ja erstmal nichts passieren. Da stehen ja keine Bäume rum. So, er braucht dann natürlich den Kurs 112 zum Kalken. Den es ja definitiv gibt. Erster Wegpunkt. Drescher 12. Er wird erstmal zum Hof fahren, sich Kalk holen. Das kann er ruhig tun. Und dann sagt man hier Kursplay, schalt mal an. Und dann kann er das erledigen. Da kommt uns schon wieder einer hinterher geeiert. Ja gut, aber es ist auch wichtig, weil wir haben ja auch schon wieder hier 73% drin, ne? Könnte sagen, Ertrag ist ähnlich gut wie auf der Marsch. Ich weiß es nicht, aber auf der Marsch ist ja auch, kommt ganz schön Zuckerrüben runter, ne? Aber mal schauen, wie wird es dort werden insgesamt dann. Wird auch noch eine Weile dauern, also das wird nicht ganz schnell gehen. Und das ist natürlich auch schlecht, wenn wir sowas machen. Und na, ich müsste schon mal fortfahren. Wäre natürlich auch nicht verkehrt, wenn er noch vor Feldende voll wird. Aber das wären noch 8000 Liter. Das werden wir nicht zusammenkriegen, oder? Gut, dann muss ich wenden. Solange er uns jetzt nicht auf die Pelle rückt, der Abfahrer, mag das noch schleichen. Ne? Na, wird's reichen? Ich glaube, wollte ich gerade sagen, um 5 Liter bleiben wir hier stehen. Hm, naja, gut. Ja gut, ist egal. Das funktioniert trotzdem. Feld 36, ne? So, und dann müssen wir jetzt gucken. Bodenbeschaffenheit, wo er sein könnte. Er muss sicherlich, wir fahren ja zuerst, der Kurs ist ja generiert, dass wir erst die Feldreihen fahren, ne? Jedenfalls sieht mir das so aus. Jetzt weiß ich nicht, ob wir irgendwo was erkennen.
wo er gewesen sein könnte. Wenn nicht, muss man echt bis zum nächsten Tag warten. Doch, hier ist gespritzt. Das sehen wir hier. Und er hat ja definitiv oben der Ecke angefangen. Da mache ich eins, da schicke ich ihn einfach hier runter. Und da muss er noch die Feldreihe machen und die andere Bahn. Er spritzt vielleicht jetzt ein bisschen doppelt, aber ich glaube, das ist besser, als wie hier noch ewig rumzusuchen. So, wir müssen dringend hier zurück zu unserem Rübenroder, weil sonst gibt es hier Chaos. Geht schon gerade noch so gut, ne? So, ja, Helfer rauswenden. Es ist ja schon verdammt dunkel, ne? Auch die Spritze ist eigentlich uninteressant von der Sache her. Also ich würde sagen, wir werden jetzt hier, wenn wir 10 Stunden schlafen, ist es 6 Uhr. Wir werden, da haben wir ja erst ab 9, da es ja dann erst mehr trocknet, können wir ruhig 11 Stunden schlafen, bis kurz nach 7 Uhr. So, wenn ich jetzt was vergessen habe, habe ich auch. Wir haben das Brot nicht verkauft. Und es ist noch verdammt dunkel. Wieso denn das? Na gut, wir haben 4. Herbsttag, ne? Mit dem Brot ist es natürlich jetzt ärgerlich. Boah, wir stellen hier mal die Zeit noch eins höher auf 15, dass es hier ein bisschen hell wird. Ist ja dunkler wie in der Nacht hier am Früh. Mich vertan? Ne, 7 Uhr. Na, habe ich jetzt alles erwischt hier? Sieht doch gar nicht so aus. Ist ja dunkler wie ein Abend hier. So, hier die 4. Reihe, dann die 5. runter. Normalerweise würde schon die 4. hier reichen. Weil hier rechts ist ja Feldweg. Können wir auch machen. Wir setzen ihn dann hier unten an. Weil hier stehen keine Bäume. Das sollte eigentlich gehen. So, wachstumstechnisch tut sich natürlich nichts. Da wird erst am nächsten Tag was passieren, ne? Das ist nun mal leider so, aber mich wundert, dass es hier nicht hell wird. Ja gut, jetzt sieht man ein bisschen einen erleuchteten Himmel. Eine extrem dunkle Seasonsnacht, so ungefähr, ne? Machen wir die 5. Bahn noch 55%, also rein geht's auf alle Fälle. Also das passt erstmal in Rübenroder rein. Da unten pirscht sich schon wieder jemand an. Jetzt sehen wir auch schon ein bisschen was. Denke mal, hier ab 8 Uhr werden wir da auf Zeit 5 stellen. Da müssten wir dann noch einigermaßen was sehen. So, hier 83%.
Dann setzt man hier auf der Außenkante an und dann sollte das hier von alleine funktionieren. Wenn wir hier nicht über den Haufen gefahren wären, ne? So, das passt soweit. Ja, zeitmäßig machen wir hier mal wieder Zeit 5 rein. Nicht das Mikrofon noch umrammeln hier. So, und dann gucken wir mal hin am Güterbahnhof, wo wir den jetzt hinschicken müssen. Ne? Wie sieht es jetzt aus mit dem Brot? Oh, wir kriegen noch 1800 und wir kriegen noch Höchstpreise im Güterbahnhof. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Ne? Haben wir noch mal Glück gehabt. Ach so, ist nicht voll. So, jetzt ist die Frage, wo wir hinschicken als nächstes. Bonbonfabrik, Konserve. Werden wir überall was verkaufen können. Selbst um Molkerei nach der Nacht. Ach so, unser Milchfahrer müssen wir gucken. Und 2 Millionen sind geknackt, ne? 134.000, sogar mehr wie für die Brötchen. Ne? Waren die Brötchen nicht 120? Ich würde sagen, wir schicken ihn mal runter zur Bonbon oder beziehungsweise erstmal zur Konserve. Weil dann könnte man nämlich an der Konserve auch dort mit Kartoffeln anliefern beginnen. Und da hätten wir nicht so das Problem, dass wir da uns ins Gehege kommen. Winzerei müssten wir auch schon wieder fast hin irgendwann. Konservenfabrik. Paletten verladen. Mal vorsichtshalber vorher hingucken, aber... Denn das ist doch jetzt nicht am letzten Ingame-Tag. Genau, wir haben einen Tag vorher geholt. Ach, wir hatten schon was hergeschickt. Das habe ich dann verdrängt. Das ist ein Topf im Karton. Dass wir Fleisch angeliefert hatten, war mir klar. Aber wir hatten wahrscheinlich... Hatte ich einen LKW hergeschickt? Oder fährt aktuell einer von den Deutz hierher? Nee. Der fährt Hoferdfrüchte und der fährt Pfanni-Kartoffeln. Wie sind denn überhaupt jetzt drin bei Pfanni? Falsch. Also Fanny ist auch voll, ne? Die erste Ladung ist ja auch fertig, also Geld wird es uns nicht so richtig mangeln. 236.000 können wir weiter hierher fahren lassen. So, aber wo noch keine Kartoffeln sind, dann verwechsel ich das jetzt in der Brennerei. Ne? Dort haben wir doch definitiv noch keine hingefahren. Und halt Brauerei, Brennerei hatte ich halt. Brennerei war ja unten. Was? Das hat man auch schon gemacht. Nee. Das ist Whisky, da hat man Getreide hergefahren, ne? Und hier hat man Kartoffeln hergefahren für Wodka, okay. Gut, also Trester war mir klar, den hat man hergefahren. Ich war der Meinung, wir mussten noch irgendwo Kartoffeln hinfahren, aber gut, dann wie viele Kartoffeln sind denn jetzt hier drin? 44.000, meine gute Ladung können wir noch herbringen. Ob man hier ewig komplett immer Whisky produzieren, glaube ich fast nicht, weil Getreide können wir besser einsetzen. Brauerei wird es nicht viel besser, nicht viel schlechter aussehen, denn Brauerei ist doch auch nicht so, dass da zu wenig produziert wird. Bier ist auch voll, also ja, ist nur eine Frage des Verkaufens eigentlich. Hat auch schon ordentlich was geschafft vom Kartoffeln. Meine gut, wir haben dann das Feld noch, wenn wir es schaffen zu ernten. Ne? So, dann müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ab 9 Uhr sollte es ja trocknen. Und wir haben es jetzt 8.17 Uhr und haben aktuell noch
20% Feuchtigkeit, also können wir eigentlich sofort damit rechnen, dass wir hier dreschen können. Ne? Dann müssen wir jetzt hier leicht umdisponieren. Einmal den Drescher zur 28. Wo ist denn der zweite Class Drescher? Ne, wir haben ja bloß einen, wir haben ja zwei New Holland. Alles klar. Ne, wir haben doch vier Schneidwerke drin. Achso, ne, Quatsch, der steht doch oben an 7. Der steht ja hier oben, der zweite. Das komme ich hier schon. Naja, er fährt zu 28. Weil wir sehen es ja in dem Moment, wo oben dann das feuchte Symbol weggeht, dass wir dreschen können. Und das dürfte ja gar nicht mehr so lange dauern, wenn wir bloß unter 20% kommen müssen. So, und dann brauchen wir für die Kollegen hier, aber hier habe ich jetzt keine Abfahrer mehr da, ne? Da ist jetzt hier... Die haben wir uns geholt, um Kartoffeln abzufahren. Am Hof steht noch einer. Ja, und dann kommt hier einer von Rüben mit hin. Da wird einer bei den Rübenfahrern ab, bei den Rübenernter abgezogen. Da muss halt der Rübenernter mal ein bisschen warten. Das spielt auch keine Rolle unbedingt. Weil welchen haben wir denn jetzt hier? Den werden wir hier lassen, weil der praktisch einmal den Rübenernter leer kriegt. Und wo ist der zweite, der den abfährt? Das ist der Drescher. War das der zweite? Genau, Feld 22. Das wird dann natürlich hier Feld 5. Nehmen wir ihn schon raus oder lassen wir ihn noch fahren? Wir lassen mal noch fahren. Denn wir haben hier vorne am Hof noch einen stehen. Der wird definitiv ein Maisabfahrer. Den können wir schon mal losschicken. Da sind eben doch zwei Drescher. Eigentlich bräuchte man fast noch einen dritten Abfahrer. Das mit Überladewagen, das richte ich jetzt nicht extra ein. Wäre die Drescher auch nicht im Verband fahren lassen. Wäre ein Ansetzen, der macht eine Vorgewendereihe und dann der andere sticht in der Hälfte wieder rein. Da kann ich nämlich einen auf Abfahrer und einen auf Drescher ansetzen. Ne? So, fünf Drescher. Und nicht ins Außenlager, sondern bei uns ins Hofsilo. Getreidelager anliefern, ne? Anliefern. So, wer steht auf dem Drescherpunkt? Ich denke mal der hier, ne? Genau, 05 Drescher. Aber es ist immer noch, ja gut, wir haben es 8.38 Uhr, es ist noch nicht 9 Uhr, ne? Da habe ich mich jetzt verguckt unten. Ne, 20%. Ui, gefährliche Sache hier. Aber ich würde mal sagen, für ihn werden wir dann in der nächsten Folge in Kurs generieren, denn das soll es hier von Samstag schon gewesen sein. Morgen zum Sonntag gibt es natürlich wieder zwei Folgen. Also ich sage mal vielen Dank fürs Einschalten. Dann geht es morgen 10 Uhr hier schon weiter. Bis dahin und tschüss.